Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Ihre Reporterin für diesen Abend. Willkommen zu unserer heutigen Sondersitzung Bethlehem Aktuell. Ich bin hier heute im Studio mit meiner Co-Moderatorin. Auch von mir einen guten Abend. Wir sind hier heute live vor Ort in Bethlehem. Sie wissen schon, da wo gerade Quirinius Statthalter ist und alle wesentlichen Angelegenheiten der Stadt regelt. Wir möchten mit einigen Beteiligten sprechen. Zuerst fangen wir ein paar Stimmungen aus der Stadt ein. Hallo, wer sind Sie und was machen Sie hier gerade? Hallo, ich wohne hier in dieser wundervollen Stadt Bethlehem. Gerade war ich auf dem Weg zum Brunnen, um frisches Wasser zu holen. Aber zurzeit ist hier so ein großer Trubel, dass man kaum durchkommt. Alles nur, weil sich dieser Kaiser Augustus in Rom nun ausgedacht hat, dass er mal genau wissen will, wie viele Menschen eigentlich in seinem Reich wohnen. Zum Glück bin ich auch schon hier in Bethlehem geboren und mein Mann auch. Da mussten wir uns nicht auf die Reise machen. Ich bin ja mal gespannt, wann dieser ganze Trubel wohl wieder vorbei sein wird. Vielen Dank. Genau diesem Trubel sind wir weiter auf der Spur. Eine aufregende Zeit ist hier gerade in Bethlehem. Nun steht uns eine Frau zur Verfügung, die aus erster Hand von einer weiteren Sensation berichten kann. Denn sie und ihr Mann haben ein Paar in großer Not geholfen. Wir schalten ihn live zur Wirtin des Hauses. Früh am Abend ist dieses junge Paar hier angekommen. Und stellen Sie sich einmal vor, diese junge Frau war hochschwanger und dann wollten sie eine Herberge. Aber gerade ist hier ja alles voll. Wir haben dann aber natürlich noch ein Plätzchen für sie im Stall gefunden. Und dann ist da auf einmal so ein helles Licht zu sehen gewesen. Keine Ahnung, was das eigentlich gewesen ist. Wir haben ein wenig recherchiert und eigentlich kann nach unseren Erfahrungen dafür nur eine in Frage kommen. Frau Engel, haben Sie etwas mit diesem Leuchten zu tun gehabt? Ja, das war ich mit meinem Chor. Habt ihr etwa den schönen Chor nicht gehört? Ich bin mit ganz vielen Engeln unterwegs gewesen. Wir haben noch eine megamäßige Verkündung hier gehabt. Schließlich ist Jesus geboren worden. Und das ist der neue Retter der Welt. Eine ganz große Sache. Was genau war denn da so groß? Vorher waren wir erst bei den Hirten und Schafen auf dem Feld. Dann haben wir uns aber auch dazu entschlossen, noch einmal direkt beim Stall vorbeizuschauen. Schließlich muss die Nachricht ja in die ganze Welt kommen. Da darf kein Fehler passieren. Wir wollen nun hören, ob sich im Stall selbst noch Leute befinden. Vielleicht treffen wir dieses junge Paar ja noch an, von dem Sie geredet hatten. Wir machen uns einmal direkt auf den Weg. Mal sehen, was uns hier begegnet. Puh, hier ist es ganz schön voll. Kaum ein Durchkommen. Und diese Hitze hier drin. Ich kann Ihnen sagen, man riecht sehr deutlich, dass die Bude hier voll bis an den Rand ist. Und da haben wir gleich einen ersten Interviewpartner. Nun haben wir es geschafft, bis zum Zentrum vorzukommen. Vorbei an vielen Hirten und sehr, sehr vielen Schafen stehen wir nun vor einer Futterkrippe. Ich kann Ihnen sagen, besonders komfortabel sieht das hier nicht aus. Aber improvisieren will gelernt sein. Aus Heu und Stroh wurde hier mal eben ein Bettchen gebaut. Ah, da sehe ich ja auch schon die junge Mutter. Wer sind Sie und wie geht es Ihnen? Hi, ich bin Maria. Danke, mir geht es ganz gut. Auch wenn das eine echt krasse Nacht war und ist. Es war ganz schön anstrengend. Eine Geburt zwischen Ochs und Esel ist nicht gerade das, was ich mir so vorgestellt hatte. Aber man muss ja irgendwie das Beste aus der Situation machen. Ich bin nur froh, dass alles gut gegangen ist und wir nun hier als glückliche Eltern mit unserem Sohn stehen. Wie heißt er denn eigentlich? Unser Sohn heißt Jesus. Es geht ihm sehr gut. Er hat die Geburt auch gut überstanden. Hören Sie nur, wie gut es ihm geht. Wir halten das Mikrofon einmal ganz nah an den kleinen Mann hier heran. Huch, das war jetzt aber ganz schön laut. Na, der weiß aber, was er will. Wie wird es denn nun für Sie hier alle weitergehen? Frau Engel, wie ist es bei Ihnen? Also, mein Job ist hier nun getan. Ich bin schon fertig und kann mich wieder auf den Rückweg machen. Ich bin eigentlich nur noch hier, weil hier gerade so schöne Stimmung ist. Aber bald flattert sicherlich die nächste Aufgabe herein. Oh, ich höre gerade, ich werde zum nächsten Einsatz gerufen. Und bei Ihnen, Maria? Was sind Ihre nächsten Pläne? Erst einmal bleiben wir mindestens noch eine Nacht hier, um uns auszuruhen. Dann werden wir uns auch wieder auf den Heimweg machen.
Wir hörten schon, dass der Wirt uns vielleicht bei der Rückreise behilflich sein möchte. Es wäre wirklich ein Segen. Mit so einem Kind ist doch alles etwas anders als vorher. Und dann werden wir sehen, was uns die Zukunft bringt. Ach, das ist ja eine nette Geste vom Wirt. Was hat Ihr Mann denn da in Planung? Ja, wir haben uns gedacht, dass wir dieses junge Paar nicht einfach so allein ihrem Schicksal überlassen können. Außerdem, bei so viel Trubel hier im Stall ist ja wohl klar, dass das keine normale Geburt gewesen war. Das muss schon ein ganz besonderes Kind sein, wissen Sie? Ich habe das im Gefühl. Da sollten wir uns möglichst gut mit ihm stellen und wollen natürlich nichts auslassen, um zu helfen. Ja, wir haben auch schon gehört, dass es sich bei Jesus wohl nicht um ein ganz normales Kind handelt. Das scheint doch irgendwie etwas Besonderes in der Luft zu liegen. Unser Rechercheteam hat Erkundigungen bei Fachleuten eingeholt. Da gab es 3 sehr weise Sterndeuter, die diese besonderen Ereignisse richtig für uns einordnen konnten. Genau, wir hörten, dass Jesus wohl der neue Heiland sein soll, der Retter von der Welt. Wenn das stimmt, dann wäre das eine Riesensensation. Es verdichten sich die Erkenntnisse, dass das genau der Fall ist. Nach unseren Informationen gibt es bereits Erstherrscher, die schon nach Jesus fahnden lassen. Wir haben es tatsächlich erreichen können, dazu in den Palast von König Herodes zu schalten. Was denken Sie denn zu der ganzen Geschichte, die da in Bethlehem passiert ist? Also, das ist ja eine Frechheit. Dass dieser Junge nun König von Judäa sein soll, das kann ich nicht akzeptieren. Wer soll das eigentlich sein? Und überhaupt, ich bin doch der König. Und das wissen doch eigentlich alle hierzulande, dass ich das überhaupt noch erwähnen muss. Ja, lieber König Herodes, wir wollten Ihnen auch gar nicht zu nahe treten mit unserer Frage. Aber es scheint ja doch einige Zeichen zu geben, die darauf hinweisen, dass da etwas Außergewöhnliches passiert ist. Ach, ich verstehe. Sie spielen also auf diese 3 Weisen an, diese angeblichen Sterndeuter. Ich kann Ihnen sagen, das sind vielleicht unzuverlässige Leute. Ob die wirklich etwas von ihrem Fach verstehen, wage ich zu bezweifeln. Die hatte ich extra beauftragt, nach diesem angeblichen neuen Herrscher zu suchen. Aber bislang keine Spur von den 3. Die sind einfach mit ihrem Geld, was ich ihnen gegeben habe, auf und davon. Eine bodenlose Frechheit. Wenn ich die erwische. Was haben Sie denn nun vor? Das sage ich nicht. Ich verrate nur so viel. Ich werde das, solange ich noch lebe. Nicht einfach so mit ansehen, sondern etwas unternehmen. Ich bin hier der König. Okay, das waren deutliche Worte von König Herodes. Wir werden sehen und hören, was uns die Zukunft bringen wird und bleiben gespannt. Mit diesen Eindrücken aus dem Stall in Bethlehem und aus dem Palast von König Herodes verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten.